leid, wir müssen das Ganze absagen. Wir hatten einen technischen Defekt. Höhere Gewalt, sorry! Das sieht ja schwer nach Männerfalle aus. Betty, hallo. Was dagegen? Nö, wieso? Aber irgendetwas passte doch nicht. Ich muss Sie vor Paul warnen. So, so. Mich warnen vor Paul. Ja, weil Paul ist nämlich kein Mann für eine Nacht. Sag mal, ist es vielleicht möglich, dass du ein kleines bisschen eifersüchtig bist? Ich? Auf sie? Quatsch. Ich find's cool, wenn Paul beschäftigt ist. Mit ihnen oder so. Aber nur, wenn es ihm gut tut. Und warum willst du mich dann vor ihm warnen? Weil Paul eine richtige Beziehung braucht. Mit allem Trara. Liebe, Zukunft und so weiter. Und das wollen sie doch bestimmt nicht. Meinst du? Sie düsen doch ab zu ihrem Superjob nach Amerika. Und ich hab Paul mit seinem Frust am Hals. Du scheinst in dem Bereich ja viel Erfahrung zu haben. Meine Mutter. Ja. Als sie noch am Leben war, da gab's wegen jedem neuen Typ Ärger. Erst war sie auf Wolke 7 und dann, bang, nur noch Zoff. Und du meinst, das wäre bei mir und Paul genauso? Logo, ist doch typisch Erwachsene. Der ganze Mist mit Liebe und so. Ist doch nur ein Trip wie jeder andere. Erst der Rausch und dann der Riesenkater. Verstehe. Keine Lust, meinem vormundes Händchen zu halten. Nur weil sie scharf auf ihn sind. Ich habe auch so schon genug Stress. Und außerdem, was hätte ich auch davon? Nix. Mhm. Ich verstehe. Gibt es irgendetwas, womit ich dich, sagen wir mal, womit ich dich für deinen Stress entschädigen könnte? Die Jacke? Ja, die Jacke. Na du? Das war's dann wohl. Es war alles umsonst. Meine Karriere als Sängerin ist nun im Eimer. Aber Aisha, so schlimm ist es auch wieder nicht. Nicht so schlimm? Aisha. Ausgerechnet zu meinem ersten Auftritt hier müsst ihr einen super wichtigen Musikproduzenten einladen. Und ich werde so nervös, dass meine eigene Schwester für mich jetzt Playback-Girl auftritt. Und genau dann streikt auch noch die Anlage. Ach, alles halb so wild. Ohne Kurzschluss wäre alles super gelaufen. Ich hätte das schon irgendwie gedeichselt. Wie denn? Tja, ich hätte die Leute mit ein paar witzigen Sprüchen bei Laune gehalten. Und dann hätte ich Oliver ein Zeichen gegeben, dass ich ohne Playback mit ihm weitersinge. Und dann? Wäre ein super Abend geworden. Oh Mann, Sammy, darum geht's doch überhaupt nicht. Ich kann besser singen, als du denkst. Ich dachte, du wolltest Aisha und Oliver an Franke verkaufen und nicht dich selbst. Das kann ich doch immer noch machen. Vergiss es, wir haben uns total blamiert. Der gibt uns nie wieder eine Chance. Wart's ab, Aisha. Angela? Was machst du denn da? Tai Chi? Mitten in der Nacht? Ja, ist doch besser als Tabletten, oder? Ja, ich wusste gar nicht, dass du Tai Chi kannst. Konnte. Früher habe ich das mal regelmäßig gemacht. Aha. Ja, es ist erstens ganz gut für die Konzentration, zweitens für die Entspannung, denn
vielleicht kann ich dann irgendwann mal richtig einschlafen von alleine. So. Und du willst das jetzt öfter machen, ja? Mhm, eigentlich schon. Weißt du, mir ist klar geworden, dass ich mit dieser Sucht ziemlich viel aufs Spiel gesetzt habe. Meine Karriere, den Beruf und natürlich auch die Beziehung zu dir. Dabei ist mir das Allerwichtigste. Und du glaubst wirklich, dass deine Corinna jetzt nur wegen dir in Köln bleibt, oder was? Betty, so etwas entscheidet sich nicht von heute auf morgen. Wann denn? Betty, das geht dich überhaupt nichts an. Lassie, ich muss zuerst mit meinem Vorgesetzten sprechen. Und dann wird man weitersehen. Vielleicht hätten Sie mal mit Ihrem Vorgesetzten sprechen sollen, bevor Sie Paul irgendwelchen Mist erzählen. Betty, es reicht jetzt. Das ist ja wohl meine Sache, oder? Sag mal, musst du nicht in die Schule? Ja, doch. Ist das Klaus? Nö, Uwe. Und das ist ja wohl meine Sache. Sag mal, hast du mit Betty schon mal über Verhütung gesprochen? Über was? Sie scheint ein begehrtes, junges Mädchen zu sein. Dazu ist sie noch viel zu jung. Täusch dich da bloß nicht. Die denken bestimmt viel mehr dran, als dir lieb ist. Angela hatte wieder Schlafstörungen. Tja. Und da hat sie zur Entspannung chinesisches Schattenboxen gemacht. Angela brauchte einfach Zeit, um diese schrecklichen Erlebnisse zu verarbeiten. Ja, ich weiß. Für Angela war Margit wie eine Mutter. Boah. Wer hätte gedacht, dass eine Frau wie Margit einen Mord begeht, einen zweiten versucht und sich dann auch noch aus dem Fenster stürzt? Und dich dabei mitzieht, bloß weil du ihr das Leben retten wolltest, ne? Margit war das Ende ihrer Ehe mit Konstantin wie das Ende ihres Lebens. Ihr Glück war zerstört und deshalb hat sie angefangen, andere zu zerstören. Angela wird sich schon wieder fangen. Bin ich mir ganz sicher. Ja, bestimmt. Du nervst, Mann. Ebenfalls. Mist, nichts klappt. Ratet mal, was passiert ist. Oh, was schon? Franke hat sich die Demo-CD angehört. Hey. Ja, er kommt heute Nachmittag vorbei, um sich mit uns zu unterhalten. Bringt doch sowieso nichts. Aisha, gibst du immer so schnell auf? Wenn Franke die CD nicht gefallen hätte, würde er sich bestimmt nicht die Zeit nehmen, hierher zu kommen. Also was ist? Wollt ihr mit ihm reden oder nicht? Klar. Naja, von mir aus. Herein. Ich hab herein gesagt. Hallo, Paul. Oh, nee. Hallo, Julian. Komm, setz dich doch. Was ist denn? Ich versuche gerade, diese Dienstpläne zu koordinieren. Ach so. Wir haben einfach zu wenig Personal. Naja. Oh, nee. Paul, da kann ich dir helfen. Angela kommt nächste Woche wieder. Das ist ja prima. Wie geht's dir denn? Von Tag zu Tag besser. Danke. Weißt du, Julian, du kannst stolz auf Angela sein. Ich freue mich so sehr für sie, dass sie das mit den Tabletten in den Griff kriegt. Ja. Sag mal, also richtig glücklich wirst du aber nicht. Ich weiß nicht, Paul. Ich versuche mir Mom gegenüber nichts anmerken zu lassen, aber ich mache mir schon Sorgen um Angela. Weißt du, ich glaube, so unbeschwert wie am Anfang wird's nie wieder zwischen uns. Ja, aber wieso das denn? Weil ich Angst habe, dass sie rückfällig wird, ganz einfach. Julian, Angela hat in der letzten Zeit so viel mitgemacht wie du oder ich in einem ganzen Leben. Ich glaube, dass sie es diesmal packen wird. Hoffentlich.
Tja, Kinder. Ja? Grundsätzlich hat mir eure Musik wirklich gut gefallen. Wirklich? Ja. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, etwas mit euch zu produzieren. Sie geben uns auch eine Chance, Frank. Wow, das ist toll. Ja, langsam, langsam. Das Ganze funktioniert nur unter einer Bedingung. Alles, was Sie wollen, alles. Ich möchte nämlich verhindern, dass sich sowas wie gestern wiederholt. Das wird nie wieder passieren. Gut, ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Ich produziere Sie. Aisha wird bei den Aufnahmen singen. Aber bei den Auftritten ist Sammy die Frontfrau und singt. Ich soll nicht selber singen? Ja, aber das geht doch nicht. Natürlich ist Aisha auf der Bühne mit dabei und steht auf einem Plakat, ist ja klar. Es kommt überhaupt nicht in Frage. Das meint sie nicht so, Herr Frank. Ich kläre das mit ihr. Komm rein. Du willst bestimmt zu Betty. Ja. Sie ist leider nicht da. Ja, dann. Magst du vielleicht auf sie warten? Ich weiß nicht. Komm, ich habe mir gerade eine Tasse Tee gemacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dabei Gesellschaft leisten würdest. Tschüss. Ciao, Mom. Du hast genau den richtigen Ton bei Dorothee getroffen. Ehrlich, aber trotzdem optimistisch. Das hätte ich nie so hingekriegt. Ich danke dir. Ich habe doch viel mehr Distanz. Da ist es doch viel einfacher, einen klaren Kopf zu behalten. Wieso? Wie meinst du das? Du, das war keine Anspielung auf die Herzmassage von Dorothee. Wirklich nicht. Damit hast du ihr doch das Leben gerettet, das weißt du. Ja. Ich wollte einfach nur sagen, dass es dir natürlich viel, viel näher geht. Schließlich bist du ihr Sohn. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Ja, das Wichtigste ist, dem Patienten Zuversicht zu vermitteln. Und daran müssen wir noch ein bisschen arbeiten, Herr Dr. Berger. Ja, bei Mom fällt mir das auch besonders schwer. Dann müssen Sie sich eben eine qualifizierte Kraft zu Hilfe nehmen. Ah ja, mhm. Ja. Stehen ganz zur Verfügung. So. Mhm. Hallo, Schwester Irene. Ich danke Ihnen nochmal für den Tee und ich will Sie jetzt wirklich nicht länger stören. Du störst überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ja, aber ich rufe lieber nachher nochmal an, ja? Wiedersehen. Betty, hi. Klaus, hi. Du, ich habe gerade gar keine Zeit. Ich bin auch nur raufgekommen wegen der CDs. So klein ist die Welt. Aber Betty, wo willst du denn hin? Ich kann noch mitkommen. Nee, tut mir leid. Das geht jetzt wirklich nicht. Uwe und ich, wir haben noch was vor. Ich kann dich ja später anrufen, okay? Ciao. Betty. Bleib doch noch, Klaus. Ich fand es gerade so gemütlich mit dir. Dieser Idiot. Reg dich nicht auf. Dass die Frauen immer auf die Angeber reinfallen müssen. Aber als die Kacke am Dampfen war, da habe ich sie gerettet. Und nicht dieses Großmaul. Sammy, was hältst du eigentlich davon? Ich meine, von Frankes Vorschlag. Kommt überhaupt nicht in Frage. Und wenn ich darum bitten würde? Wie bitte? Aisha und ich haben das Ganze durchgesprochen. Es ist leider so. Frankes Vorschlag ist die einzige Möglichkeit, für uns weiterzumachen. Also, soll ich jetzt als Pseudosängerin auftreten? Also, ich glaube, das ist doch wohl nicht euer Ernst. Es ist die einzige Chance. Aber Franke ist doch nicht der einzige Musikproduzent auf der Welt. Wir können uns doch nach anderen umhören. Und was ist, wenn ich wieder Lampenfieber kriege? Und wieder alles versaue? Es hat keinen Sinn. Oliver hat recht. Du bist unsere einzige Hoffnung. Also nun, jetzt übertreib mal nicht. Bitte, Sammy. Aisha, du warst doch selbst dagegen. Bitte. Also, wenn ihr wirklich wollt. Ja. Ja. Okay. Soll Betty doch diesen Uwe gut finden. Mir doch egal. Na, na, na. Nur nicht so schnell aufgeben. Ja, aber was soll ich denn machen? Abwarten.
Deine Chance bei Betty kommt noch. Meinen Sie? Bei einem so netten Jungen wie dir? Ganz bestimmt. Glaube ich nicht. Entschuldigung. Sag mal, hast du schon mal eine richtige Freundin gehabt? Aber du hast doch bestimmt schon mal ein Mädchen geküsst. Einfach so. Nein. Was hältst du davon, wenn ich dir mal zeige, wie man richtig küsst? Komm, lass uns. Was ist mit dir los? Ist doch sonst nicht so. Wir waren ganz schön fies zu Klaus. Wenn er nicht gewesen wäre, dann hätten die Bullen uns alle gekriegt. Ja, so ein Heiliger ist er auch wieder nicht. Ist ja noch ein Kind, da davon Bullen sowieso nichts zu befürchten. Das ist vielleicht Link von dir. Da scheint ja plötzlich eine ganze Menge an diesem Babyface zu liegen. Ja, aber immerhin hat dieses Babyface bei den Bullen die ganze Schuld für den Einbruch, der eigentlich auf dein Konto geht, auf sich genommen. Ja, sonst hätte das auch mit mir zu tun gekriegt. Also, kapierst du das denn nicht? Klaus hat das aus Freundschaft gemacht und nicht, weil er Schiss vor dir hat. Aber wahrscheinlich kannst du dir das nicht vorstellen. Klaus ist ein mega guter Kumpel, im Gegensatz zu dir. Ach ja? Dann geh doch zu deinem super Kumpel. Du kannst mich doch mal, das mache ich jetzt auch. Frau Geißler, wenn Sie ein 13-jähriges Mädchen aufklären müssten, wie würden Sie das machen? Wie bitte? Ja, ich muss mit Betty über Verhütung reden. Ich weiß nicht wie. Mit Betty? Die weiß darüber wahrscheinlich besser Bescheid als Sie und ich zusammen. Ja, aber Frau Geißler, Betty ist gerade 13. Gerade 13? Sagen Sie, haben Sie denn früher nie in Ihrem Wartezimmer die Zeitschriften durchgeblättert? In dem Alter sind andere Mädchen schon Mütter. Ja, das will ich ja gerade vermeiden. Soll ich Ihnen was erzählen? Jetzt sind schon zwei Verehrer bei Betty aufgetaucht. Nun sagen Sie mal, wie soll ich es mit ihr besprechen? Medizinisch, theoretisch oder ganz direkt? Hm? Wie wär's mit der klassischen Methode? Biene und Blümchen. Machen Sie sich ruhig lustig über mich, Frau Geißler. Klassisch. Keine Angst, ich tu dir nichts. Entspann dich. Und dann werde ich dir zeigen, wie man das mit den Mädchen macht. So ist es gut. Zuerst ziehst du das Mädchen an dich ran. Und dann schaust du ihr tief in die Augen. Dann kommst du etwas näher und dann...